Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Guild Wars 2. Wir befinden uns hier im Blutsteinsumpf und wir werden uns jetzt mal versuchen, uns mit der Taimi zu unterhalten. Nämlich dieses Empfangsgerät hat nie so richtig empfangen, aber anscheinend haben wir da vorne ein gutes Netz. Und schauen wir mal, ob wir da was reinkriegen von der Taimi. Bitte komm, könnt ihr mich hören? Ja, hallo? Laut und deutlich, Taimi. Endlich! Es gab massenhaft magische Interferenzen. War nicht leicht, eine ungestörte Verbindung mit euch zu kriegen. Also, wir haben uns ein paar Daten aus dem Explosionsgebiet angesehen und eins ist klar. Diejenigen, die sich im Explosionsradius befanden, die, überlebten, müssen Magie konsumieren, um weiterzuleben. Aber die Magie treibt sie auch immer weiter in den Wahnsinn. Das muss der Grund sein, warum ich sie Blutsteinscherben zusammenraffen sah. Dann müssen sie eine Möglichkeit haben, die Magie im Inneren zu ernten. Wie das wohl geht? Ich finde heraus, wohin sie die Scherben zum Ernten bringen und was sie benutzen. Kommen! Ihr meint wohl Kommandeur Ende. Schon gut, es braucht seine Zeit, bis man sich an das Kommunikationsprotokoll gewöhnt. Tiny Ende. Okay, alles klar. Over and out. Findet heraus, was der weiße Mantel mit den Blutsteinfragmenten macht. Okay. Das mache ich sehr gerne, weil ich bin auch sehr gespannt, was die mit dem ganzen Zeug machen. Das sind ja also lilane Kugel. Hey, ich kann die anklicken. Wenn man Key sieht. Aha! Ich muss die irgendwann einmal einsammeln, so wie es ausschaut. Upp. Vielleicht nicht einfach mitten rein, das ist glaube ich nicht so gut. Schwups! Hä, wer schießt mich denn da ab, Mann? Okay. Oh, da geht was ab, oder was? Oh, hallo! Macht gibt mir recht. Mich bringt nicht zu Das ist so gemein mit den kleinen Viechern, oder? Bei mich hätte jetzt mal sowas. Was kann das? Was kann das? Werfen. Macht gibt mir recht. Wow, das ist aber sehr weit geflogen. Mann, ich kenne mich absolut nicht aus. Da drüben sind Leute. Ich gehe jetzt einfach mal zu denen rüber. Hey, Leute! Ich seh nix! Toll, ich bin gefesselt. Ja! Ich habe das ab. Jetzt können wir nur eins tun. Es ausprobieren. Ihr solltet in der Lage sein, Blutsteinknoten und Fragmente zu finden. Oh, das ist ein Champion. Die in der Explosion verstreut worden. Mann, ihr habt jetzt nichts mitgekriegt. Ich möchte aber in Sicherheit gehen. Bitte, danke. Ich glaube, ich bin da in Sicherheit. Gut. Nein, irgendwer schießt mir ab. Okay, was war das jetzt? Aus den Schattenbeherrschungen und den Schatten voll abgeschlossen, wer Magie sieht. Okay, ich hab da irgendein. Okay, ich krieg da eh alles.
Gut, und das mag ich auch bitte. Eventbelohnung. Ich habe irgendein Artefakt. Leideln gegen den Champion werden wir da keine Chance haben zu sechst oder so. Nee, sorry. Post. Was diese entfesselte Magie betrifft. Von Natto. Wer ist denn das schon wieder? Seide gegrüßt, Kommandeur. Seide, da steht Seide. Ihr sollt ihr herausgefunden haben, wie man entfesselte Magie erntet. Und das ist eine Ressource, die ich liebend gerne haben will. Wer weiß, vielleicht hilft uns das Zeug sogar weiterzukommen. Wenn ihr etwas davon übrig habt, kommt zu mir auf die Brücke des Luftschiffs. Ich werde mich dafür erkenntlich zeigen. Ich habe da an ein paar Luftkampftaktiken gearbeitet, die dank der ganzen freien Magie in der Gegend sogar funktionieren könnten. Aber ich brauche entfesselte Magie, um meinen Prototypen fertigzustellen. Okay. Die ist kein Victor. Ja. Eine gebührende Belohnung. Truhe der Loyalität. Wow. Zum Öffnen doppelklicken enthält eine permanente Steigerung der accountweiten. Eine permanente Steigerung des accountweiten Goldgespürs. Aufgestiegene Hand. Wow, 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 wow. Hand. Legendäre. Ja. Lorbe. Reichlich Lorbeeren. Das hört sich noch sehr führen. Nein, ich nehme die legendären Handwerksmaterialien. Denn ich glaube nur immer dran, dass ich irgendwann mein Legendary mal krieg. Also, da ist doch irgendwas gestanden, dass wir Artefakt aufgelaubt haben. Mann, ich käme leider echt nicht aus. Oh, das sind aber jetzt sehr viele Leute, was da schon. Oh, hallo, ich mag doch mit. Da. Entschuldigung, was ich vorher gesagt habe. Hallo, schlag mich, ich schlage zurück. Oh, nicht darunter fliegen, nicht darunter fliegen! Oh. Aha, aha, aha. Champion, verrückte Gerüchte, Agentin. Also jeder, der mit der Explosion irgendwie in Berührung gekommen ist, also mit der Magie, was sie da freigesetzt hat, ist jetzt wahnsinnig geworden und verzehrt sie jetzt noch Magie und wird alles dafür tun, um an die Magie ranzukommen. Zack. Und stirb. Okay, da haben wir jetzt noch schön looten da. Zack. Und ui, da kann ich auch noch was looten. Schön. Schön, schön, schön. Sprecht mit Truppenführer Bennett, um eure Nachforschungen fortzusetzen. Okay, das werde ich machen. Einfach nur geradeaus. Da werde ich jetzt mal so rüberlaufen und sehen wir endlich einmal was von der schönen Map. Achso, da muss ich runter. Wer ist denn das, ha? Die Statue da. Steht da irgendwo was, was ich lesen kann? Nö, kann ich nichts lesen. Wer ist denn das? Das würde mich jetzt interessieren. Okay, aber wir reden jetzt mal mit Bennett. Sie ist stabil. Bennett, gibt es Neuigkeiten über diese Kreatur, die eure Speere ins Lazarett gebracht hat? Wir haben endlich Nachricht aus dem Abtei-Hauptquartier bekommen. Oh. Nicht einfach, eine Taube lebend durch einen Magiesturm zu kriegen. Also die Beschreibung dieser Steinmänner entsprach einer uralten Waffe, die die Mursat und der Weiße Mantel vor dem Kraitanischen Bürgerkrieg verwendet haben.
Man nennt sie Jade-Konstrukte und sie waren die wichtigsten Einheiten der Mossad. Schwebende Konstrukte? Klingt ein bisschen nach den Erhabenen. Das ist, weil die uralte Magie aus einer ähnlichen Quelle nutzen. Wenigstens vermute ich das zurzeit, Puba. Hatte. Puba. Euer Rucksack euch gerade Puba genannt kommen dürfen? Geil. Lange Geschichte. Fahrt fort, Heim. Es gab mal eine Zeit, ist ewig her, da teilten sich die Seher und die Mursat einen Haufen Informationen. Warum glaubt ihr wohl, sind sie alle so in der Schwebe? Und gibt es irgendetwas, das mich bei einem Kampf gegen diese Jade-Dinger am Leben hält? Wisst ihr noch, der magische Schutz, von dem ich euch erzählt habe, sollte auch gegen die Jade-Konstrukte wirken. Das ging zurück auf die Seher-Forschung, die Zinn, der Gründer von Ratanovus, im Krykanischen Bürgerkrieg durchführte. Ich empfehle dringend, dass ihr das meistert, ehe ihr euch mit einem von diesen Jade-Brutalos auf irgendeine Zerschmettergeschichte einlasst. Viel Glück, Timey Ende. Kommandeur Ende. Ist so cool. Hat euer Rucksack euch gerade Puba genannt? So geil. Okay, der Blutsteinschlund birgt zahlreiche Gefahren. Trainierte Beherrschung, Magiekontern. Um euch die Fertigkeiten anzuzeigen, die ihr zum Überleben braucht. Na was? Ist das so ein neues Beherrschungsding oder was? Verlassenes Dickicht, was ist denn das? Kann ich da mal anklicken. Uralte. Glaubt ihr, Schützin Morika erholt sich wieder? Das hoffe ich. Betrete zum Freischuss verlassene Dickicht unter grasgrünen Schwelle. Diese Magie sie innerlich verbrannt. Das ist ja wieder was Neues. Die grasgrüne Schwelle ist doch ein Gebiet im Maguma-Dschungel. Kommt schon. Oh Mann, ich hab so viel verpasst. Mist. Beim Denken, den Mund zuzumachen, wäre schon ein Schritt in die richtige Richtung. Aufbauend auf uralter assyrischer Forschung des Supergenies Zinn hat Tamien den Weg gefunden, bestimmte kraftvolle magische Fähigkeiten zu kontern. Er lernt diese Beherrschung, um Zugriff auf die besondere Aktionsfertigkeit Magiekontern zu erhalten. Ermöglicht die Angriffe ihrer Feinde gegen ihn selbst zu... Oh Gott, das werde ich nie schaffen. Das ist wieder, dann wird dann so ein Timing-Ding sein, ne? Wo ich dann irgendwas zurückschleudern kann. Da bin ich so schlecht in sowas. Hey, was ist denn das da oben? Okay, schaut gefährlich aus, da geh ich nicht hoch. Na gut, dann hilft eh nichts. Dann müssen wir. Na ja, dann können wir mal ein bisschen die Karte erforschen und nebenbei ja die ganzen Events machen. Dass wir dies dann gleich einmal. Ne? Gelevelt haben da. Da unten war doch jetzt irgendwo. Genau. Ich stelle mich mal da her. Ich werde mal die Lage checken. Dass dann irgendwo da unten wird kämpft. Okay. Ja, schaut aber nicht so gut aus, ha? Huh? Okay, gehen wir zuerst auf den Veteran, natürlich. Oh, oh. Oh, ich steck fest, ich steck fest! Ich bin erstaunlich, ich weiß. Okay, der Veteran ist schon mal weg. Jetzt haben wir einen Champion. Action pur da heute. Hey, Wahnsinn.
Ja, dauert ein bisschen, ne? Was? Liegt da wer am Boden? Ich sehe keinen, der was am Boden liegt. Hä, wo laufst du hin? Kannst du denn einfach weglaufen? Hey, ist es geplant, dass die da so umherlaufen? Das ist ein bisschen nervig. Oder lauft die irgendwie nach? Hopp. Ja, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Jetzt haben wir natürlich ganz viel geaddet. Verwundbar. Oh, Truhe! Tschups! Ach, schön. Schön, schön, schön. Ja, wo gibt's nur was? Ich bin bereit. Schau mal auf die Karte. Wo gibt's denn? Okay, kann da jetzt zum Beispiel runter. Da unten ist nämlich eine Sehenswürdigkeit. Ah ja. Schön. Ah, das hat, schaut mal, das ist nur ein Schnipsel. Das scheint ein Schnipsel aus einem Tagebuch zu sein, der das Datum 13. Tag trägt. Wir haben, glaube ich, 45. Tag gelesen schon, ne? Ich habe Befehle erhalten, unsere Bemühungen zu verdoppeln. Seit sich die Erntekapazität gesteigert hat, gibt es plötzlich mehr Nebenwirkungen. In der Gegend um den Blutstein herum gibt es immer öfter Magiestürme und die Magie, die aus dem Blutstein entweicht, scheint unsere Erntesklaven in den Wahnsinn zu treiben, in eine Art Hunger auf Magie. Den Ungesehenen sei Dank, dass Cassandra nicht hier ist und darüber jammert. Bei einem Überfall auf unsere Feste in der Nähe kann man... Scheiße. Jetzt habe ich das halt nicht lesen können, gell? Das ist ein bisschen ungut. Mich bringt nichts zu. Liegt halt jetzt auch nicht mehr da, der Papierschnipsel. Ja, schade. Ich wollte das echt gern lesen. Ich finde das nämlich wirklich interessant. Ich werde mal schauen, ob ich mich da ein bisschen vorbeischleichen kann. So. Schön schaut es da aus. Da ist nur ein Schnipsel. Ich versuche vorher... Miesmuscheln. Kommt mal da. Gibt's da ein Secret? Nee, okay, Papierschnipsel. Wieder mal ein stolzer Moment. 14. Nein! Nein, 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 nein. Warte mal, kann man das da irgendwo lesen? Erfolge, das muss doch jetzt. Ah, shit. Ach, Mist. Schade. Schade, schade. Da ist irgendwie... Meistens kommen die Geister nachts heraus. Gut, da schauen wir mal hin. Da oben ist irgendwie ein Beherrschungspunkt. Den ist sehr gern holen, Darad. Und das macht man am besten von oben.
Okay, in die richtige Richtung schaue ich schon mal. Und go. Und ich düse, 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 düse im Sauseschritt. Und nimm die Liebe mit. Oh, oh. Oh, scheiße, das kann jetzt knapp werden, ne? Ei, oh! Aua. Das war weniger erfolgreich. Okay, ich probier's nochmal. Hey, ganz ruhig, Leute, und beruhigt euch da drinnen, alles wird gut. Ich werde uns alle retten. Gut, dann geh einfach mal von der Seite. Müsste das irgendwo mal landen? Sie geht ihn von da irgendwo. Unten. Da ist nur weit. Also vielleicht ist er ganz unten. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Da geht es irgendwo runter, so wie es ausschaut. Du, da ist ein Papierschnipsel. Da scheint ein Schnipsel aus dem Tagebuch zu sein, der das Datum 82. Tag trägt. Xera möchte wissen, wie weit wir mit den Vorbereitungen für Operation Wiedergeburt sind. Der Beichtvater möchte dasselbe wegen seiner Waffen wissen. In der Zwischenzeit haben zwei von diesen Gelehrten darüber gestritten, wer eine dämliche Reihe Notizen geschrieben hat. Ich habe eine Münze geworfen und den Verlierer exekutieren lassen. Zack, einfach so. Das macht ihnen hoffentlich mal Feuer unter dem Hintern. Wenn nicht, werde ich tatsächlich Feuer machen. Unter einem von ihnen. Erledigt. Alter, zack, wer ist denn das? Wer immer dieser geschrieben hat, ich möchte den kennenlernen. Okay, aber wo ist dieser Beherrschungspunkt? Gut, ich laufe da einfach mal mit. Geht's da recht? Ich hoffe, dass die was. Das. Also, ich hoffe, die hat einen Plan, ne? Ich brauche noch einen Augenblick. Hup. Gott, die, glaube ich, die hat keinen Plan, kann das sein? Geht's da? Ne, da laufe ich im Kreis. Das mag ich nicht so gern. Hey, warte auf mich! Ich mag nicht allein unterwegs sein. Papierschnipsel. Bin ich im Kampf oder so? Laufen die uns noch? Okay. Sehr gut. Da scheint ein Schnipsel aus dem Tagebuch, wie es an das Datum 63. Tag trägt. Tja, Tyria haben wir nicht in die Luft gejagt. Aber wie ich befürchtet hatte, kann der Blutstein seine Kräfte nicht länger halten. Außerhalb des Steinkerns sind Blutsteinkristallscherben gewachsen. Und man kann spüren, wie die Magie durch das Loch entweicht, das diese Idioten in die Schale des Steins gebohrt haben. Dieser Trottel Valis hält das für wertvoll, da ist die Ernte der Scherben erleichtert, aber ich glaube, er spielt mit Kräften, die er weder versteht noch respektiert. Ich finde es ganz cool mit den Schnipseln, so kriegt man noch und noch so ein bisschen was von der Geschichte mit. Und wenn man alle hat, gibt es sicher coole Belohnung. Alles klar. Also, ich habe mich jetzt sehr weit von den Dings, vielleicht, also vom Beherrschungspunkt entfernt.
Aber ich sehe gerade, vielleicht muss ich da wo runter und dann ist unterhalb nur eine Ebene oder so. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal nach rechts rüber. Richtung Osten. Oh, da ging es runter. Vielleicht schauen wir doch vorher runter. Da geht's runter, Schatz. Blutsteinkristall, das kann ich abbauen. Eine gebührende Belohnung. Ah, nice, okay. Ich verstehe. Ja, gut. In der nächsten Episode werden wir uns mal da unten umschauen und versuchen, zu dem Beherrschungspunkt zu kommen. Und ich hoffe, wir werden es überleben. Bis dahin, liebe Leute. Ciao.